Hallöchen, Popöchen, meine sehr verehrten Landvogelreitenden Volkspersonen. Wir sind jetzt in der Bar und wenn ich an Chris Stelle wäre, ich würde mich hier einschließen und einfach mich ordentlich wegballern. Aber Chris ist eben eine harte Sau. Der ist nicht so ein Weichei wie ich. Der schiebt natürlich Regale, die vor anderen Regalen stehen, aus irgendeinem Grund zur Seite und nimmt sich erstmal die Mondscheinsonate, weil das kann. Und das Erste, an was man denkt, wenn man die Mondscheinsonate findet, ist natürlich, dass man leider keine Noten lesen kann. Aber zum Glück gibt es ja dann noch Rebecca. Kommt die jetzt schon? Keine Ahnung. It's me, Chris. It's me, Chrisio. Rebecchio. Ah, it's the Moonlight Sonata. Can you play? La la. Wait, what is that? What is that? My interpretation is off a little. Chris, may I practice for a while? Möchtest du? Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sage nein. Komme ich da nicht weiter? Ja, üb halt. See? Just relax and play. All right. Das ist tatsächlich das einzige Lied, das ich auch mal auf dem Klavier spielen konnte, weil ich es einfach extrem, extrem nice finde. Ich habe mir da extra von einer Freundin, also ich habe quasi bei einer Freundin öfter auf die Katzen aufgepasst und die hatte ein Klavier im Wohnzimmer stehen und da habe ich das dann immer geübt, wenn ich bei denen war und habe mir dann auch ein Keyboard besorgt, damit ich das eben auch daheim üben kann. Und ich habe wirklich, ich kann nicht Klavier spielen oder sowas. Also nicht mal ansatzweise, vergiss es. Aber das habe ich mir eben beigebracht. Ich glaube nämlich, der hat zwei Magazine, ne? Oioioi, das war nicht gut. Der hat so einen miesen U-Turn gemacht. Ich glaube, der packt mich. Mach's gut, ihr Trottel. Sehr gut. Den sind wir nochmal davon gekommen. Okay, aber ich will eigentlich jeder rein. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Dummer Zombie. Dein madiges, kaputtes, verwesendes Zombie-Gehirn ist machtlos gegen mein nur teilweise verwesendes, kaputtes Menschengehirn. Dammit. Tja, wer lacht jetzt? Naja. So, wie viel Munition habe ich? 8 Schuss. Ah, und 15. Okay, gut, 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 gut. Weil der muss weg, glaube ich. Der muss weg. Ich muss echt sagen, mit dem 3D-Stick ist das gar nicht so gut zu lenken. Aber es fühlt sich einfach irgendwie natürlicher an, ne? Ich will nicht wirklich mit dem Steuerkreuz lenken.
Aber vielleicht wäre es sogar eine bessere Idee, keine Ahnung. Hallo Tiger. Hallo Tiger. Ich hab hier ein Auge für dich. Reimt sich gar nicht. Ist mir wurscht. Gib mir einfach das Symbol. Ich hab Durst. Hey, ich hab wirklich Durst. Ich muss jetzt dann nach der Folge irgendwas trinken. Ich hab kein... Warte mal. Yes! Ich hab von gestern hier noch ein Wasser stehen. Nice! Ah. Kaltes, klares Wasser. Nam, nam, nam. Es ist ehrlich gesagt kohlensäurehaltiges, lauwarmes Wasser. Ich glaube, das ist so ziemlich das Gegenteil von kaltem, klaren Wasser. Aber I take it. Zu kaltes Wasser, da kriege ich eh Kopfschmerzen, wenn ich das trinke. Kennt ihr das? Kennt ihr diesen Brain Freeze? Von zu kaltem Wasser kriege ich das nicht wirklich. Das war ein Scherz, aber früher, als ich noch die McDonald's-Milchshakes öfter getrunken habe, habe ich regelmäßig den Gehirnfrost bekommen. Zu schnell zu viel Kaltes zu sich nehmen und dann dieser stechende, langsam abklingende Schmerz im Kopf. Ich dachte immer, ich dachte immer, ich bin der Einzige, der das hat, aber das stimmt so nicht. Ich habe mir nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Aber auf jeden Fall fand ich sehr lustig und habe mich sehr darin wiedererkannt, als es dann plötzlich bei Pete and Pete, dieser alten Nickelodeon-Folge, oder Serie, eine Folge gab, in der es um den Brain Freeze geht quasi. Die hat das thematisiert. Fand ich lustig. Ich dachte nicht, dass das so ein bekanntes Phänomen ist. Die Zombies gehen im Entenmarsch. Nee, wie heißt das? Das heißt nicht Entenmarsch. Wie heißt das, wenn man sich an die Schultern greift? Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und so weiter, ne? Das hebt die Stimmung. Das hat doch eine blank. Polonaise. Polonaise. Oder so. Polonaise. Ich hasse es. Ah, oh, dammit. Ich hätte einfach laufen sollen. Ich habe zu lange gewartet. Oh, was mache ich denn? Ah, oh, manchmal ist die Panzersteuerung schon ein bisschen gemein auch. Dammit. Huiuiui. Ja, es braucht halt doch ein bisschen Übung, diese Panzersteuerung. Dass ich mit Chill gespielt habe, hat mir schon viel gebracht, aber ja. Okay, ich bin auf Achtung. Ich sollte also ein bisschen mehr meine Mitmenschen achten, glaube ich, will mir das sagen. Oder ich habe die Achtung meiner Mitmenschen. Ich bin mir nicht sicher. Eins von beiden wird es bedeuten. Ich würde jetzt mal das Symbol hier kurz reinlegen und dafür das da mitnehmen. Ich habe ein grünes Kraut, ne? Aber das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht benutzen. Eieieiei. Ich habe natürlich auch noch ein Erste-Hilfe-Spray, aber dafür muss ich noch mehr auf die Guschen kriegen, damit sich das lohnt. Und ich versuche, das zu vermeiden. Ah, gut gemacht. Habe ich gut vermieden. Zombies, ey. Nervige, hirntote Mampfmaschinen. Ah, okay doch, Chris, wir schaffen's. Yes, okay. Chrissy Popissi, Bananarama, was machst du denn für Sachen, ey? Alte Pumpe. Deckel ist offen. Moment mal, was ist los? Das kann ich hier nicht benutzen. Earth. Ein Unkrautvernichtungsmittel mit dem Namen Earth.
Nee, nicht prüfen. Ich möchte das nicht prüfen. Nein, ich drücke immer, warum drücke ich immer prüfen? Hör doch bitte auf. Ich kann es nicht nutzen, hä? Was ist denn jetzt bitte los? Aha, jetzt. Ich stand anscheinend irgendwie. Aber weißt du, wenn ich den Text lesen kann, gehe ich doch davon aus. Aber gut, okay. Tote Tentakel. Na gut, dann denke ich mal, ist es jetzt an der Zeit, mein Heilspray zu benutzen. Auch wenn es mir natürlich ein bisschen in der Seele wehtut, ne? Aber was willst du machen? Ich habe jetzt ein Problem. Hier ist viel Heilung. Und ich würde diese viele Heilung gerne mitnehmen. Aber ich bin dumm. Das ist mein Problem. Weil jetzt kann ich natürlich nur ein doppeltes Kraut und den Schlüssel mitnehmen. Und dann müsste ich aber wieder durch die Zombie-Falle zurück und wieder hierher, damit ich mir die restliche Heilung hole. Und so wie ich mich kenne, kriege ich mehr Schaden ab, als ich hier Heilung finde. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr mein Dilemma? Und ich habe 14 Pistolenschuss. Das reicht nicht für die 5 Zombies, die ich töten müsste, damit ich den Weg mal sauber kriege. Ah, das ist schlecht. Aber ich glaube, ich versuch's. Und wisst ihr was? Ich benutze die Rückspulfunktion. Ich tu's. Wenn es sein muss. Gott hat uns dieses Werkzeug gegeben, um es zu benutzen, Leute. Bratasch. Ich habe das Gefühl, leider stehen die hier immer ein bisschen anders, ne? Deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber wenn ich jetzt hier an der Wand entlang laufe, sollte es eigentlich gut gehen. Und hier auch. Nein, jetzt... Oh, es ist trotzdem gegangen. Oh Gott. Okay, ich muss nur lernen, mit denen zu koexistieren. Wir sind quasi ein Team. Die Zombies und ich. Meine Zombies und ich, wir sind gespannt, denn gleich geht's wieder rund. Mit Lachgummi erlebt man was und Lachen ist gesund. Zitronenköpfe, Himbeeraugen und Orangenmund. Und so weiter, bla bla bla. Und Lachen ist gesund. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier bitte Lachgummi, ne? PayPal-Konto findet ihr unten in der Infobeschreibung. Könnt ihr mir einfach überweisen dann. Gibt's die überhaupt noch? Keine Ahnung. Ja, super. Okay, stopp. Das machen wir nochmal. Das üben wir jetzt. Ich glaube, was? Es ist wirklich cool, muss ich sagen. Mit der Version kann man, glaube ich, wenn man das Spiel speedrunnen will, einzelne Passagen super gut üben, immer wieder. Nein, das war doch jetzt gemein einfach, oder? Warum hat mich der erwischt? Manchmal haben die Zombies schon so ein bisschen gemeine Schnelligkeitsfähigkeiten, habe ich das Gefühl. Die können sich schneller drehen als Chris. Das finde ich nicht nett von denen. Ich persönlich so finde das nicht höflich. Ich finde das unhöflich, geradezu. Geradezu unhöflich. Okay, gut, wir haben jetzt zumindest dann einen kleinen Vorrat Heilung. Das ist doch gut. Und anstatt dauernd neu zu laden, haben wir halt einfach zweimal zurückgespult. Finde ich fair. Im Endeffekt sparen wir damit ein bisschen Lebenszeit. Für alle. So, nimm das Kraut. Nimm das Kraut. Yay! Ups. Gut, dann haben wir jetzt wirklich ein bisschen Heilung. Jetzt schauen wir, dass wir noch zurückkommen, einigermaßen unbeschadet. Und dann... Weiß ich... Ach so, ja, okay. Mal gucken.
könnten wir erstens mal gucken, ob Rebecca schon fertig ist mit dem Spielen. Und wir können mal gucken, dass wir den neuen Schlüssel irgendwie benutzen. Ach guck, jetzt steht er aber wieder hier. Der stand vorher doch anders, oder? Das ist einfach schon gemein. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, aber das ist schon auch irgendwie cool. Ich muss sagen, das gefällt mir gerade sogar ganz gut, ehrlich gesagt. Das hat jetzt sowas von Super Meat Boy oder so. Wisst ihr, was ich meine? So, man stirbt, aber zack, geht gleich weiter so ungefähr, ne? Also es ist so eine so Optimierung, eher so eine Optimierungsroute jetzt plötzlich. Und ich muss sagen, ich finde das ganz cool. Ist auch eine coole Art und Weise, das Spiel zu spielen, muss ich schon sagen. Habe ich gar nichts dagegen gerade. So, gucken wir uns mal den Schlüssel an. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das notwendig ist, dass man die identifiziert. Aber schadet nicht. Den Rüstungsschlüssel. Hip, hip. Hurra. Habt ihr früher, kennt ihr, ich wollte nämlich gerade, ich weiß nicht warum, aber dieses Hip, hip, hurra hat mich gerade an die Supermaus erinnert. Kennt ihr die Supermaus noch? Das war auch ein Cartoon. Würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein guter war und einer, den ich gern gesehen habe, aber gab es auch. Ja, 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 hier komm ich und rette dich. Wie hieß denn? Das fällt mir jetzt gerade so ein, ne? Voll die Flashbacks. Wie hieß denn gleich nochmal dieser eine Cartoon, wo es auch Danger Mouse war das, wo es auch um eine Maus ging, die aber eher so James Bond mäßig war, mit einer Augenklappe. Und, ah, das hört sich doch schon ganz gut an. Und der hatte so einen Assistenten-Maulwurf, der hieß Pitzke oder so. Und das hatte ein cooles Intro, ein cooler Intro-Song. He's the greatest, he's fantastic. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Mochte ich. Hallo. Rebecca spielt auf dem Flügel. Ah, sie ist immer noch nicht fertig mit Üben. Muss ich mal gucken. Irgendwas muss ich erst triggern, damit sie von der Kunst beflügelt, besser auf dem Flügel rumflügelt. Das klingt komisch. Das nehme ich zurück. So, was machen wir denn jetzt Schönes mit unserem neuen Schlüssel? Tick, 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 tick. Tick, 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 tick. Testen wir den Schlüssel einfach mal an ein paar Türen. Ah, wisst ihr, okay, okay. Ha, passt zufällig der Rüstungsschlüssel im Rüstungsraum? Das würde zumindest Sinn machen und wäre irgendwie schön. Das wäre so eine nette Kleinigkeit. Wisst ihr eigentlich, wie cool das ist, dass das Spiel unterschiedliche Fußabdrücke, also Klänge, Schrittklänge erzeugt, je nachdem auf welchen Untergrund unsere Figur läuft. Sowas ist heute für uns relativ normal, ne, weil das mittlerweile wahrscheinlich einfach von den Engines automatisch generiert wird, kann ich mir vorstellen. Aber damals war das noch sehr viel aufwendiger, sowas zu machen und schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ich kann mich auch noch erinnern, dass mich sowas früher echt begeistert hat. Hallo, Chris. Sie haben gerade benutzt Rüstungsschlüssel. Oh, ich kriege gerade voll Kopfschmerzen. Warum? Oh, was ist los? Ich gehe schon langsam kaputt hier, Leute. Oh nein. Richard vom Bravo Team. Die braucht er jetzt nicht mehr. Richard vom Bravo Team hat's erwischt. Oh mein Gott, Leute, wir gehen rein.
Warte mal, ich sollte nicht reingehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe keinen Platz im Inventar. Ach so, das ist erst davor. Come on. Come on, das ist jetzt schon ein bisschen gemein. Das ist erst der Vorhof zur Hölle hier, ne? Ich will mal die kleinen Schlüssel schön langsam verbrauchen, ey. Wo geht's denn da gleich nochmal rein? Da kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern. In einen Essraum. Leute, guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.